Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Woche bei ATV Nachrichten. Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir haben heute diese Themen im Programm. Kampf gegen Schulden. In Immenstadt gibt es Bayerns höchste Grundsteuer. Historisches Spektakel, das Lagerleben des Tänzelfestes Kaufbeuren. Und Klassik trifft auf moderne Trautonium-Konzert im Cambodonum in Kempten. Die Stadt Immenstadt ist in Bayern ganz oben angekommen, zumindest wenn man sich den Grundsteuersatz ansieht, den Grundstücksbesitzer in Immenstadt zahlen müssen. Nach einem Beschluss des Stadtrates wird der nämlich erhöht, und zwar um ganze 65%. Dass das den Betroffenen nicht gefällt, ist klar. Andererseits ist Immenstadt in einer schwierigen Lage. Die Stadt hat massiv Schulden angehäuft. Das Minus beläuft sich auf 40 Millionen Euro. Steuererhöhungen finden grundsätzlich wenig Anklang in der Bevölkerung. So viel ist klar. Schulden sind aber auf der anderen Seite auch nicht die Lösung, zumindest nicht bei einer Pro-Kopf-Verschuldung von über 2.500 Euro, wie in Immenstadt. Diesen Berg will man hier mit Hilfe einer Grundsteuererhöhung abtragen. Steuererhöhungen sollte eigentlich immer die letzte Möglichkeit sein. Und wenn man unseren Weg anschaut, dann sind wir auch diesen Weg gegangen. Weil wir haben zunächst mal versucht, oder ich habe versucht, Sparen in den Vordergrund zu stellen. Wir haben einfach jährlich einen Mittelbedarf für unsere 120 Kilometer Straßennetz und 100 öffentliche Gebäude von 3 bis 4 Millionen Euro am Invest, um das halten zu können. Und wir haben aber bloß 1,5 Millionen zur Verfügung. Entweder schließen Sie dann die Lücke über Schulden oder Sie müssen einen anderen Weg gehen. Und der Schuldenweg führt am Ende innerhalb, wir haben schon einen sehr hohen Schuldenstand, also das hat man im Prinzip auch schon ausgereizt, würde am Ende zu einer Bankrotterklärung der Kommune führen. Bei den Unternehmen läuten die Alarmglocken, denn die Grundsteuererhöhung fällt nicht gerade moderat aus. Sie müssen rund 65% Aufschlag verkraften. Uns betrifft es mit mehreren tausend Euro. Und wir haben nicht die Margen, dass wir dieses Geld ohne weiteres wegstecken können. Also wir merken diese Gewerbe- oder Grundsteuererhöhung um 65% natürlich merken wir sehr stark. Wir werden dadurch erheblich in unserer Kostenstruktur weiter belastet. Und wir als Zulieferer für den Maschinenbau werden dadurch doch deutlich spürbare Einbußen in unseren Unternehmenserträgen erleiden. Die Opposition im Rathaus und auch Interessenvertreter der Betriebe, wie zum Beispiel die Handwerkskammer, finden eine höhere Grundsteuer als beispielsweise München sie hat, falsch. Grundsätzlich sind natürlich Steuererhöhungen in der jetzigen Zeit nie was, wo man jubeln kann oder wo einen nicht belastet. Es ist egal, welche Steuer das ist. Aber diese Grundsteuererhöhung ist einfach überdimensional und mit 63% kann man sowas und das auch noch rückwirkend einfach weder Betrieben noch Unternehmen noch auch den Angestellten zumuten, weil die bei Miete zum Beispiel das umgelegt bekommen. Denn Grundbesitzer werden die höheren Abgaben nach unten durchreichen. Und das wird wohl auch zu Mieterhöhungen führen. Sollte der als flexibel vorgestellte Hebesatz wieder sinken, werden das die Mieten aber wohl nicht tun. Nichtsdestotrotz, die Stadt braucht das Geld, um handlungsfähig zu bleiben. Wir bauen Straßen, wir sanieren öffentliche Gebäude, wir sanieren Kanäle und Wasserleitungen. Also das ist ein Kreislauf im Prinzip, der dort stattfindet. Und da kann ich jetzt nur an die Solidarität appellieren, weil sonst kann die Stadt irgendwann gar nicht mehr investieren. Da steht sie als Investitionsmotor quasi gar nicht mehr zur Verfügung. Betriebe wie der von Georg Geiger wollen sich gegen die erhöhte Grundsteuer wehren. Bürgermeister Schaub hofft auf ein Einsehen der Bürger und der Unternehmer und auf Zusammenhalt. Und da müssen wir jetzt über einen gewissen Berg miteinander drüber. Und wenn wir den haben, dann sind wir auf einem guten Weg, der einfach auch langfristig solide ist. Und Immenstadt ist keine Insel. Auch Sonthofen und Kempten wollen nächstes Jahr nachziehen und die Grundsteuer erhöhen. Betrunkene einsammeln, für die Polizei ist das eigentlich ein Alltagsgeschäft.
Für Beamte der Polizeiinspektion Memmingen allerdings ist ein solcher Routineeinsatz am Sonntag dann doch etwas anders gelaufen. Die Beamten trafen nämlich auf einen blutenden 46-jährigen Mann, der mit EKG-Klebeelektronen auf dem nackten Oberkörper auf dem Weg zum Flughafen war. Nach kurzer Recherche stellte sich heraus, dass der Mann sich unerlaubterweise aus dem Klinikum Memmingen davongemacht hatte. Bei dem Versuch, den betrunkenen Patienten zurückzubringen, versuchte dieser einen der Polizisten niederzuschlagen. Bei dem Mann wurde ein Alkoholwert von 1,5 Promille festgestellt. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann gibt's hier weitere Kurzmeldungen aus dem Allgäu. Bleiben Sie dran. Der Cäsar lädt ein zum Römerfest in Kempten. Kommen Sie mit auf eine aufregende Zeitreise. Erleben Sie antikes Leben am Originalschauplatz wie vor 2000 Jahren. Mit Handwerkern, Römermarkt und Gladiatoren. Wanderspaß am Breitenberg. Wandern, Radeln, Gleitschirmfliegen, Weitblicken auf dem Aussichtssteg oder auf den gemütlichen Berghütten das einmalige Panorama genießen. Breitenberg, das Wanderparadies in Pfronten. Gut geht's uns schon, uns Allgäuer. Unsere Heimat, unsere Natur und unsere Traditionen gibt's kein zweites Mal. Und erst unsere Leid. Die denken sich lieber mehr, als sie sagen. Gern bei einem Allgäuer Büblebier, unserem Bier. Allgäuer Büblebier aus dem Allgäuer Brauhaus. Unser Bier. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Gristi.de, das Mitmachportal der Allgäuer Zeitung. Mit eigener Kollektion im Gristi-Shop. Für alle eingefleischten Allgäuer und die, die es werden wollen. Die Gristi-Kollektion erhältlich in allen Servicecentern der Allgäuer Zeitung. Unter gristi.de/shop oder unter 0831 206 190. Gristi.de, meine Heimat online. Tegelberg. Spaß und Action für die ganze Familie. Großer Spielplatz, Sommerrodelbahn und Kletterspaß für Groß und Klein. Tegelberg in Schwangau. Immer ein besonderes Ausflugsziel. Zum ersten Mal seit 4 Jahren kommt der Zirkus Krone wieder ins Allgäu mit seinem aktuellen Programm Evolution. Einer der Höhepunkte ist dabei die weltweit größte Raubkatzenshow von Martin Lacey. Freuen Sie sich auf ein spektakuläres Programm des größten Zirkus Europas. Tickets und Infos unter zirkus-krone.de. Die Nachrichten vom Montag, den 18. Juli 2016. Die Polizei hat am Samstag einen Eurocity im Allgäu evakuiert. Grund war ein herrenloses Gepäckstück. Der Zug war gegen 18.30 Uhr in München abgefahren. Fahrgäste meldeten, dass ein nordafrikanisch aussehender Mann eine Tasche im Zug abgestellt habe und dann wieder ausgestiegen sei. In Buchloe wurde der Zug deshalb evakuiert. Die Fahrgäste wurden mit einer Regionalbahn nach Memmingen transportiert. Der Eurocity wurde unterdessen in Ungerhausen auf ein Nebengleis gestellt und durchsucht. Nachdem der Sprengstoffhund nicht anschlug, schaute ein Beamter in die Tasche. Darin befand sich allerdings nichts Gefährliches, nur Kleidung und eine Spiegelreflexkamera. Der Zug nahm die Fahrgäste in Memmingen wieder auf und fuhr mit 79 Minuten Verspätung weiter Richtung Zürich. Im Streit um den geplanten Verbindungslift am Riedberger Horn deutet sich möglicherweise ein Tausch an. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, gibt es Überlegungen, den Gipfel des Riedberger Horns aus der Zone C des Alpenplans herauszunehmen. Stattdessen könne man den benachbarten Wannenkopf in die Schutzzone hineinnehmen,
so die Überlegungen. Voraussetzung für den Tauschhandel wäre allerdings, dass sich die 900 Wahlberechtigten in Obermeiselstein und Balderschwang für den Verbindungslift aussprechen. Wie berichtet, möchte Ministerpräsident Horst Seehofer die Bürger über diese heikle Frage entscheiden lassen. Das Votum würde nach Ansicht von Kritikern aber immer noch gegen geltendes Recht verstoßen. Umweltschützer verweisen außerdem darauf, dass ein verstärkter Schutz für den Wannenkopf die Eingriffe am Riedberger Horn nicht wettmachen könne. Auch Ministerpräsident Horst Seehofer hat sich zu dem möglichen Tauschgeschäft geäußert. Er sagte, dass er davon nichts wisse und bezeichnete es als Spekulation. Morgen ist die geplante Skischaukel erneut Thema in der Kabinettssitzung. Die TBC-Untersuchungen in Vorarlberg sind für dieses Jahr abgeschlossen. Das teilte das zuständige Veterinäramt mit. Insgesamt wurden 8.700 Tiere getestet. Bei 30 konnte der Tuberkuloseerreger nachgewiesen werden. Damit sind heuer mehr Tiere betroffen als in den vergangenen Jahren. Im Rahmen der Untersuchungen wurden 95 Tiere getötet. In Hergatz wird es wohl auch künftig zwei Feuerwehrhäuser geben. Das Verwaltungsgericht gab heute in einer Entscheidung dem Landratsamt recht. Die Gemeinde wollte sich, wie berichtet, den Bau eines Feuerwehrhauses sparen. Damit könne aber die vorgeschriebene Hilfsfrist nicht mehr eingehalten werden, so die Feuerwehren und das Landratsamt. Das Gericht bestätigte heute diese Auffassung. Es sei eine erhebliche Verschlechterung der Versorgung zu erwarten, so die Richter. Die Gemeinde könne daher mit nur einem Feuerwehrhaus ihre Pflichtaufgaben nicht erfüllen. Gegen das heutige Urteil könne noch Rechtsmittel eingelegt werden. Der Ärger um den abgelehnten Ausbildungszweig Gestaltung an der Lindauer Fachoberschule zieht weiter Kreise. Sollte sich das Kultusministerium in diesem Fall nicht gesprächsbereit zeigen, will der Kreistag die Auszeichnung als Bildungsregion zurückgeben. Darauf haben sich Landrat und Kreisräte jetzt einstimmig geeinigt. Die Auszeichnung war erst im letzten Jahr an den Landkreis Lindau vergeben worden. Der Gestaltungszweig sei allerdings nicht die erste Initiative aus dem Landkreis, die seitdem vom Ministerium abgelehnt worden sei, so die Räte. Man wolle die Bildungsregion Lindau stärken, werde aber immer wieder von München gestoppt. Die Allgäuer Festwoche gehört zu den Top 3 in ganz Deutschland. Das geht aus einer Erhebung der Gesellschaft zur freiwilligen Kontrolle und Ausstellungszahlen, kurz FKM, hervor. Verglichen werden neben den Ausstellern und Besucherzahlen auch die Größen der Messen. Vor der Allgäuer Festwoche liegen der Studie zufolge nur zwei Ausstellungen in Hannover und Leipzig. Insgesamt wurden knapp 190 Veranstaltungen miteinander verglichen. Die Allgäuer Festwoche findet heuer vom 13. bis 21. August statt. Nach der bayernweiten Schwerpunktaktion Geschwindigkeit Landstraße hat die schwäbische Polizei jetzt Bilanz gezogen. In den vergangenen beiden Wochen wurden entlang der Landstraßen verstärkt Kontrollen durchgeführt. Trotz Vorankündigung sind über 1.600 Geschwindigkeitsübertretungen festgestellt worden. Der negative Spitzenreiter war dabei in der Nähe von Wahl im Landkreis Ostallgäu unterwegs. Er wurde mit 152 Stundenkilometern geblitzt. Erlaubt waren dort nur 100 km/h. Der Tannheimer Kunstflieger Matthias Dolderer hat bei der vierten Station der Red Bull Air Race Weltmeisterschaft in Budapest seinen zweiten Saisonsieg gefeiert. In einem aufgrund der Wetterverhältnisse chaotischen Rennen behielt Dolderer die Nerven und konnte den Österreicher Hannes Arch und den Australier Matt Hall auf die Plätze verweisen. Der 45-Jährige zeigte sich nach dem Rennen überglücklich. Er habe mit dem Sieg nicht gerechnet. Nee, eigentlich nicht. Die erste Runde war wirklich bescheiden. Es blieb jetzt eigentlich gar nichts übrig, als locker da reinzugehen und sagen, jetzt nehmen wir es einfach mit und gucken, was passiert. Und ich glaube, die Lockerheit ist halt extrem wichtig. Und das hat jetzt funktioniert. Das hat sich jetzt auch mal richtig gut angefühlt, wieder so wie in Spielberg auch. Und ich bin froh, dass es jetzt on time geklappt hat. Happy. Mit dem Sieg in Ungarn hat Dolderer seine WM-Führung weiter ausgebaut. Er führt nun mit 15 Punkten Vorsprung vor Hannes Arch. Das nächste Rennen findet am 13. August in Esket statt.
Ja, und nicht ganz so gut lief es für die Allgäu Comets. Die American Footballer aus Kempten haben am Wochenende ihre dritte Niederlage der Saison einstecken müssen. Gegen Neunkirchen reichte es auswärts nur zu einem 24:31. Im ersten Viertel lagen die Allgäuer zwar noch deutlich auf Siegeskurs, doch dann drehte sich das Spiel zugunsten der Gastgeber. In der Tabelle belegen die Comets weiterhin Platz 3. Ja, und das waren die Meldungen vom 18. Juli 2016 und wir schauen jetzt mal, was das Wetter in den nächsten Tagen so zu bieten hat. Die Handwerkskammer für Schwaben, für ein starkes Handwerk. Heute Nacht bleibt es bewölkt, aber trocken. Die Höchstwerte im Oberallgäu liegen bei 19 Grad, im restlichen Allgäu werden 16 bis 17 Grad erreicht. Morgen ist es vormittags sonnig und nur vereinzelt bewölkt. Wie auch in der Nacht sind die Temperaturen im Oberallgäu am höchsten. Sie erreichen maximal 28 Grad. Am Nachmittag ziehen Wolken auf und verdecken die Sonne. Es bleibt aber trocken. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad an. Auch auf den Allgäuer Gipfeln ist es morgen leicht bewölkt, aber trocken. Am Nebelhorn schwanken die Werte zwischen 11 und 19 Grad, während die Temperaturen am Gründen bis zu 26 Grad erreichen. Auch auf den anderen Gipfeln betragen die Höchsttemperaturen über 20 Grad. Das sonnige Wetter hält bis Mittwoch an. Ab Donnerstag wird es allerdings wieder regnerischer und kühler, bei Höchstwerten zwischen 22 und 24 Grad. Was für Mindelheim das Frunzbergfest ist, für Memmingen der Fischertag oder Wallenstein, das ist für Kaufbeuren das Tänzelfest. Bayerns ältestes Kinderfest, das seit mehr als 350 Jahren gefeiert wird. Neben dem großen Tänzelfestumzug findet seit 1990 jedes Jahr auch das Lagerleben statt. Wir waren für Sie mit der Kamera vor Ort und haben ein paar Eindrücke von Musik, Tanz und Schauspiel eingefangen. Das Lagerleben Anno Domini 2016 sei feierlich eröffnet. Heißt es am Freitagabend vor dem festlich geschmückten Kaufbeurer Rathaus. Damit ist der Startschuss für einen Abend voll historischem Spektakel gefallen. Den Auftakt machen die Musikgruppen. Sie ziehen mit Trommeln und Trompeten durch die Straßen der Kaufbeurer Altstadt. Vor dem Rathaus geht es inzwischen weiter im Programm. Erst mit dem Schaukampf der Ritterschaft zu Wasserstein. Dann mit den Musketieren Memmingen. Mit rund 50 Personen, Marketender und Musiker, sind die Memminger Musketiere nach Kaufbeuren gekommen. Die Gruppe tritt seit vielen Jahren auf dem Tänzelfest auf. Das Tänzelfest für mich ist einfach immer ein Abend im Jahr, wo wir mit den Musketiere auftreten dürfen. Und wir sind froh, dass uns eben die Stadt Kaufbeuren zu dem Tänzelfest immer einlädt, oder der Tänzelfestverein vielmehr. Und wir kommen sehr gern hierher. Das gilt auch für diese Damen. Sie sind mit ihrer Gruppe extra aus Ferrara, Italien, angereist. Wie kommt es, dass Sie dann hier heute auf dem Tänzelfest seid? Wir kommen hier jedes Jahr, um den Tänzelfest teilzunehmen. Und wir haben immer viel Spaß hier.
In den Straßen und Gassen ist das eigentliche Lagerleben in vollem Gange. Hier wird das Leben in der Stadt zu Zeiten Kaiser Maximilians nachempfunden. Händler bieten ihre Waren an, Wirte sorgen für das leibliche Wohl und Musikgruppen unterhalten mit Standkonzerten. Auch die Ringer vom TSV Westendorf sind heuer beim Lagerleben mit dabei und präsentieren ihre Sportart dem Publikum. Das war der Spezialgriff von Riedersdorf, der Bärenzange. Jetzt werden wir sehen, ob Kremser noch was draufsetzen kann. Was wir heute gezeigt haben, ist eigentlich nur Kampfkunst im etwas vereinfachten Stile. Weil wir wollen natürlich das schon ein bisschen rüberbringen, altertümlich. Und diese besonderen Griffe, wie wir es bei uns haben, können wir nicht zeigen. Darum haben wir gesagt, wir einigen uns auf das, dass es für die Leute interessant wird, dass es für die Kids interessant wird. Wir haben die ganze Zeit jedes Mal die Bühne voll. Und von daher haben wir gesagt, okay, dann zeigen wir ein bisschen unsere Kampfkunst. Das Lagerleben lockte Freitag und Samstag mehr als 25.000 Menschen nach Kaufbeuren. Im Schein von Fackeln und historischer Atmosphäre feierten sie alle bis tief in die Nacht. Eine ganz und gar positive erste Bilanz des Lagerlebens konnten nicht nur die Verantwortlichen ziehen, auch die Polizei ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf. Nahezu keine gravierenden Vorkommnisse bescherten den Beamten ein relativ ruhiges Wochenende. Neben drei Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, einer Verhaftung wegen Missachtung eines Platzverweises und einigen betrunkenen Jugendlichen verliefen die ersten Tage äußerst friedlich. Hoffen wir, dass das auch weiterhin so bleibt, denn das Tänzelfest läuft noch bis Montag, den 25. Juli. So, und wir machen jetzt eine kurze Pause und dann geht's hier weiter mit einem Instrument, das viele von Ihnen mit Sicherheit schon gehört haben, aber nur die wenigsten kennen dürften. Bis gleich also. Altersflecken, ab 50 unvermeidlich. Jetzt haben Wissenschaftler eine Spezialcreme entwickelt. Lentisol. Wie effektiv Lentisol ist, zeige ich Ihnen bei Frau Fuchs. Das Geheimnis? Der einzigartige Antipigmentkomplex, der Altersflecken sofort kaschiert, vorbeugt und mit aktivem Wirkstoff langfristig reduziert. Die Altersflecken sind sofort verschwunden. Frau Fuchs sieht jetzt viel jünger und frischer aus. Lentisol, neu in Ihrer Apotheke. Traditionell, verspielt, modern. Das Almwerk in Kempten hat für jeden Anlass, Geschmack und Geldbeutel die passende Tracht. Und mit über 1000 Dirndeln und Lederhosen auf Lager auch immer eine riesige Auswahl. Das Besondere, Dirndl und Lederhosen werden unter dem eigenen Brand Almwerk und Almzauberdirndl produziert. Wir sind einfach ganz stolz darauf, dass wir unsere Lederhosen selber produzieren. Und wir verkaufen das unter dem Herstellernamen Almwerk. Wir können natürlich, da wir einfach selber herstellen, andere Preise weitergeben, als wenn wir das von einem anderen Mitbewerber kaufen. Dabei steht Qualität natürlich immer an oberster Stelle. Und sollten die Wünsche doch einmal spezieller sein, kümmert sich die dazugehörige Almzauber-Dirndl-Manufaktur um Maßanfertigungen. Aber nicht nur Trachtenträger kommen im Almwerk auf ihre Kosten, denn es gibt auch Alltagskleidung im alpinen Stil. Genauso wichtig wie die Produkte ist natürlich auch die Atmosphäre im Geschäft. Im Lounge-Bereich können Kunden in Ruhe den Einkauf ausklingen lassen. Wir haben hier eine gemütliche Atmosphäre erschaffen hier bei der Almwerk. Es ist wichtig, dass der Kunde sich wohlfühlt und das ist schon mal das A und O, die persönliche Beratung. Der Kunde muss sein Dirndl, seine Lederhose anziehen und sagen, wow, super. Und das ist einfach uns das Wichtigste. Und dafür stehen die Mitarbeiter den Kunden gerne zur Seite. Almwerk Kempten, Ihr Partner für Tracht und alpinen Lifestyle. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.
Ja, viele Menschen kennen seinen Klang, die meisten aber werden gar nicht wissen, dass sie es je gehört haben. Die Sprache ist von dem Instrument Trautonium. Es war nämlich das einzige Instrument, das damals in Alfred Hitchcocks Film Die Vögel zum Einsatz kam. Es gilt als Vorläufer des modernen Synthesizers, ist aber weitgehend in Vergessenheit geraten. Bei einem Konzert im archäologischen Park Cambodonum in Kempten konnte sich die Öffentlichkeit jetzt vom ungewöhnlichen Klang des Trautoniums überzeugen. Tasten, Knöpfe, Schalter und ein Ton, den man nicht wirklich zuordnen kann. So klingt und sieht ein Trautonium aus. Sie haben noch nie von einem Trautonium gehört? Da sind Sie wohl nicht die Einzigen, denn das aus den späten 20ern stammende Instrument ist heute fast gänzlich in Vergessenheit geraten. Jetzt soll dem Vorgänger des modernen Synthesizers neues Leben eingehaucht werden. Peter Pichler und sein Trautonium hatten am Wochenende im Allgäu Premiere und gaben zusammen mit dem Orchesterverein Kempten ein Konzert im archäologischen Park Cambodonum. Aber wie genau wird das kompliziert aussehende Instrument gespielt? Das ist ganz einfach erklärt. Das Trautonium ist ein Instrument, das hat eine Saite und unter der Saite ist eine Schiene, eine Metallschiene. Und wenn ich die Saite runterdrücke, dann stelle ich einen Kontakt her und es entsteht ein Ton. Ja, so. Und das Tolle ist natürlich, das geht mit einem Slide. Also ich kann rutschen und den Ton rutschend verändern sozusagen. Dazu kommen eine ganze Menge Filter, Schalter und Pedale, die alle Töne noch zusätzlich verändern können. Es dauert lang und bedarf viel Übung, bis das Trautonium sicher beherrscht werden kann. Peter Pichler ist einer von nur wenigen Menschen, die es wirklich spielen können. Er ist schon in jungen Jahren mit dem Instrument in Kontakt gekommen. Also ich hatte das zufällig gehört und war sofort begeistert, wusste, weil ich ja Musiker bin, was ist das? Ich konnte mir das nicht erklären. Und habe dann eben ausfindig gemacht, dass es das Trautonium ist. Und das war zu Zeiten, wo der letzte Spieler noch gespielt hat. Und dann konnte ich da Kontakt aufnehmen, deshalb habe ich den kennengelernt. Und so hat sich das vertieft natürlich, die Beziehung zu dem Instrument. Und dieser Spieler war Oskar Sala. Gemeinsam mit Friedrich Trautwein, Namensgeber des Trautoniums, hat er das erste elektrische Musikinstrument entwickelt. Doch der Markterfolg hielt nicht lang. Zu teuer und zu kompliziert war das außergewöhnliche Instrument. Und dann ist es in Vergessenheit geraten. Er ist ja dann im hohen Alter verstorben. Und es ist eigentlich der Herr Peter Pichler, der heute Abend hier spielt, der das Ganze wieder ins Leben bringt. Das fand ich faszinierend und hatte große Lust, einfach hier auch einen nächsten Schritt in dieser Wiederbelebung des Instrumentes dann auch zu tun. Und somit auch mit dieser Idee im Hinterkopf habe ich Manuela Kerrer beauftragt, das neue Werk zu schreiben. Und so spielt das Orchester gemeinsam mit Peter Pichler das älteste und dann das jüngste Werk für das Trautonium. Bis das auf die Bühne kam, musste die musikalische Leiterin des Orchestervereins vielen ihrer Musiker gut zureden, bis diese von der Kooperation überzeugt waren. Was dabei aber herauskam, ist einzigartig. Ja, fast jeder von uns besitzt mittlerweile das hier, ein sogenanntes Smartphone. Digitale Vernetzung und Kommunikation, für uns ist das schon längst Alltag. Anders sieht das aber bei der Allgäuer Polizei aus. Denn die ist erst seit heute im digitalen Zeitalter angekommen. Zumindest was das Thema Funk angeht. Warum das so lange gedauert hat und was die neue digitale Funktechnik bringt, das sehen Sie morgen bei uns im Programm. Ja, und ich darf mich jetzt von Ihnen verabschieden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Genießen Sie das Wetter. Tschüss für Gott und auf Wiedersehen.